jetzt Dezember, Anfang Dezember führe ich das allein. Ich gebe die 13 Lektionen allein. Meine Schwester, die auch dabei war, sie ist jetzt nach Brasilien ausgewandert, ist ja, spontan gekommen. Und, ja, es ist eine gewisse Härte dahinter, weil ich mache von Administrativen bis Putzen alles allein. Also es ist ein strenger Job, aber das habe ich ja gewählt. Man muss ja nur 1 Million Brillen verkaufen und dann hat man ja schon mal 1 Million verdient. Ich sage, einer ist Velomech, immer Velomech. Wir haben jetzt auch so ein Gewächshaus entwickelt, dass wir es in den Städten platzieren, wo wir dann auf 5 Quadratmeter Grundfläche 192 Pflanzen so in den Städten anbauen. Ich habe den Boden nicht mehr gespürt. Ich dachte, ich schaffe es nicht mehr. Ich hätte ja mal so kommen. Aber es sind gewisse Sachen, die es weiter sind. Es ist sehr schwer, irgendwann ganz abzuschalten. Also ich träume auch in den Ferien vom Beruf. Ich denke, in so Gruppen von über 15 wäre für mich irgendwie so eine Schmerzgrenze. 26 Kilo pro Monat heisst für mich, ich kann nur 2 Monate leben und dann ist es fertig. Das könnt ihr vergessen. Ja. Das gibt es. Es gibt eine sogenannte Rohbaumiete, die der Mieter viel Geld muss in die Hand nehmen, damit er überhaupt sein Business dort rein tun kann. Ja, grüezi Marc, das ist kein vom Beobachten. Ich brauche unbedingt die Kostenzusammenstellung. Ja, jetzt hören wir, fangen wir mal ganz langsam an. Haben Sie den jemals wirklich mal genau durchgelesen, den Vertrag? Ja, wir möchten jetzt gerne mal etwas sehen. Das heisst, sie konzentriert sich schnellstmöglich auf den Prototyp, dass der erstellt wird. Genau das macht sie jetzt. Sie gewinnt 2 Nageldesignerinnen als Untermieter. So kann sie die Mietkosten teilen und ihre eigenen Fixkosten reduzieren. Ja, ich darf ein Angebot stellen für 3 Erntestationen. Und was mich besonders freut, das war jetzt weniger das Thema Erntestation ja oder nein, sondern mehr wie viele. Und ja, ist mega lässig. Nach 3 Monaten besuchen wir Viviane noch einmal in ihrem Zumba-Studio zu Pfäffiken. Und wir erkennen sie kaum wieder. Aus der geknickten Jungunternehmerin ist eine strahlend selbstsichere Gastgeberin geworden.